Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Orcs Must Die, Ausrufungszeichen Unchained im Koop. Wir spielen das zweite Level, die Eventide-Welle oder Eventide-Welle. Eventide-Welle, genau so ist es. Genau, und wir sehen hier so ein bisschen die Map und es gibt diesmal zwei Türen, was schon mal kacke ist. Kacke ist, ja. Und dann können die nämlich von der einen Tür rechts und links langlaufen und von der anderen Tür auch rechts und links langlaufen. Aber es ist leicht zu lösen. Guck mal, du siehst doch auf der rechten Seite den Eingang der einen Monster. Und wenn du gleich die erste Treppe, die da unten führt, zumachst, müssen sie den gleichen Weg nehmen wie oben. Das wäre die Idee. Dann ist die Frage trotzdem, wo wir die Killbox hinbauen. Das müsste irgendwie, wenn du mich fragst, der Gang so ein bisschen von dem blauen Ding ausgehend, ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach oben. Der Gang müsste genau. Es dann sein. Also in dem Raum, wo das Schmiedesymbol ist, nach oben. Ja, da genau. Vielleicht da irgendwie in den Gang rein. Okay. Wenn's, oder in die Ecke rein. Probieren das wäre ja auch ganz gut. Probieren ne? wir. Ich glaube, Ecken sind immer gut, ne? Ja. Wenn sie da lang gehen. Mal gucken. Dann mach mal. Starten. Starten. Oh, wir starten zu dermaßen. Ich nehme mal ich wieder die Tante. Ich wähle Maximilian hier aus. Ich würde ja gerne mal den anderen Typen wählen, aber ich bin jetzt ein bisschen ängstlich, weil ich gewöhne mich ja langsam an die Tante. Liebe Maximilian. Irgendwie muss ich dieses Set mal als Standard aus Versehen abgespeichert haben. Ich habe immer irgendwelche Arschkrampen dabei, die ich nicht haben will. Mach da oben ändere es und drück so oben den Änderung im Deck speichern. Gleich das obere Symbol. Kommt gleich, wenn ich es ausgewählt habe. Sonst so habe ich irgendwelche Idioten dabei, die ich dann wieder nicht haben will beim nächsten Mal. Das kenne ich richtig. Doch schon. Und wenn ich mir auf die Karte anschaue, brauchen wir auch den Schildwächter und vielleicht auch den Schmiedewächter, aber ich weiß nicht, ob wir den einsetzen können. Übrigens, was mir gerade einfällt, wir können es auch andersrum machen. Wir könnten eigentlich auch die Treppe oben zumachen, sodass sie unten lang laufen müssen. Ach, mach's jetzt nicht komplizierter, als ich das ohnehin schon erfinde, ja. Ich habe gar keine Ahnung, ob wir überhaupt da hinkommen. Ich habe extra Britzel-Wandfalle eingepackt, in der Hoffnung, dass die irgendwas schafft. Ja. So, und jetzt sagst du, soll ich oben Änderung im Deck speichern drücken? Das wäre hervorragend, ja. So, und jetzt soll ich bereit sagen. Bereit. Gut. Bereit. Bereit. Da bin ich mal gespannt, wie oft wir hier verlieren werden, bis wir gelernt haben, wie man es macht. Beim ersten Mal bestimmt, weil neue Level sind immer, man wundert sich, wo die Gegner langlaufen. Jedes Mal. Ich sag's dir. Diese ganzen Charaktere kann man nachher auch tatsächlich auswählen. Das sind alles Leutchen, die man spielen kann, wenn man sie freigeschaltet hat. Tatsächlich auch so hässliche Monster. Ja. Wie der Typ da vorne mit der Armbrust. Ach nee, das war Maximilian. Das bin ich, der hässliche Typ mit der Armbrust. Wobei, ich finde die saugeil. Die kann stunnen, die kann Vielfachschaden machen und hat halt eine echt hohe Schussfrequenz. Ja. Nee, finde ich gut. Also ich frage mich, ob ich den auch wählen könnte, ob wir beide mit so einem Typen rumlaufen können. Das ist ja natürlich auch dann witzig, glaube ich. Warum nicht? Ich glaube schon. Also haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber ich glaube schon. So, wo bin ich, ist die Frage. Hier ist ein Teleporter. Genau. Ich bin verwirrt von der Map erstmal. Dann kann ich hier. Ah, hier gibt es extra Fallen zum Auslösen. Und hier ist der Gang, den wir zumachen wollten, ne? Was nicht geht. Doch, geht. Wieso? Die werden ja mal angezeigt, wo die Leute langlaufen hier. Ich glaube, ich muss 3 Barrikaden dafür einsetzen. Ich mach das jetzt zu, ne? Also, wie besprochen. 3 Barrikaden. Ich hoffe, er läuft jetzt nicht an der Seite hier durch. Das ist ein Teleporter hier. Wie geil. Habe ich vorhin nicht gesagt, dass es ein Teleporter ist? Hallo? Ja, ich dachte nicht, dass du einen Teleporter meinst, wenn du Teleporter sagst. Was? Ich glaub's halt. Wo bauen wir die Killbox auf? Ja, gute Frage. Hier ist keine Decke, wo ich meine tolle Falle reinsetzen könnte. Nicht zurückrennen, das ist Quatsch. Hier ist auch doof. Also, sie laufen hier lang. Sie können nicht den Teleporter nutzen, den können wir nutzen. Nein. Also hier ist, glaube ich, eine Decke. Ja, auch hier nicht. Ist eine Decke. Kann ich nicht. Nein, geht nicht. Die Decke geht nicht so hoch. Ja, ich kann hier was anbauen, ja? Ich kann an der Decke was anbauen. Aber guck mal, das geht nicht zum Boden, was du da anbaust. Das reicht nicht bis zum Boden.
Das kann ich nicht angucken. Wenn ich mich runtergucke, schon. Dann es fehlt ein Feld. Die laufen drunter durch. Ah, okay. Das ist ja doof, ja. Richtig. So, ich glaube, die Barrikade war scheiße. Ich schau mal hier in diesen Gang rein. Das ist doof. Renn dann hier durch. Hier wäre eine Decke. Das ist auch keine gute Ecke. Das ist nämlich alles draußen. Ein draußen ist doof, weil man keine Decke anbringen kann. Aber wir müssen halt oben mit ohne Decke was anmachen. Also das ist halt doof. Das ist halt so, ne? Das heißt aber, ich habe eine Falle dabei, die wir gar nicht verwenden können, was schon blöd ist, weil die schafft eigentlich richtig was. Hier oben geht auch nicht, oder was? Hier oben? Die laufen hier lang. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ja, dreh ich um. Hinter der Pumpe hier. Und hier oben geht auch nicht, oder was? Das ist auch zu hoch. Das heißt, die ist gleiche Höhe wie das andere Ding. Das ist alles zu hoch. 30 Sekunden haben wir noch. ja, und du? Ja, bauen wir einfach erstmal irgendwie einen zu und. Unter den. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe 4 Barrikaden weggepumpt. Ja. Das ist leider so. So, wo kommt die jetzt her? Oben oder was? Okay, oben. Okay. Wo kommen die denn? An der falschen Stelle oder was? Ich verstehe die Map noch nicht. Gar nicht, muss ich gestehen. Wenn du hinten auf diese, da hinten, links hinten im Gang da, da oben sind so, eine runde Schutz, der ist durchgekommen. Ja, der rennt ja einfach so durch, die kommen alle so durch gerade, also. Oh, der ist durchgerannt, der ist durchgerannt. Da ist noch einer, der durchrennt. Den habe ich gekriegt. 2 noch. Ich hab so einen blöden Wolf, der mich tothaut. Da kommt jetzt viel Leute. Ich hab Guardian aufgestellt gehabt, da ist in 4 Sekunden bin ich wieder da. Das war Kacke. Hey, das war Kacke. 30 Sekunden noch. Ja, wie war's mit so einem Guardian? So, dann bauen wir dieses Ding immer weiter, oder? Wie wär's mit so einer Schleuderfalle zurück? Die kann ich auch hier setzen. Ja, aber genau, in die wieso kann ich die nicht direkt davor setzen? Wie kacke ist das denn? Ja, geht manchmal nicht. Kann ich helfen. Wo meine Schwefelfalle geht nicht. Schade. Dann machen wir so. Warum hast du jetzt über hier. Ist doch billiger, wenn du hier 2 Barrikaden aufbaust. Warum machst du das so? Barrikaden sind teuer. Nein, aber 3 Stück hast du hier einsparen können. Wirklich? Das ist hier die. Kann die wieder abbauen, krieg Geld wieder. Nein, du kriegst das nicht das Geld wieder. Du kriegst ja nur einen Teil vom Geld wieder. Wenn du jetzt hier eine Barrikade, da eine Barrikade, wenn hier eine Barrikade, wo ich jetzt stehe, ja, ich will jetzt hier Barrikaden bauen, damit die auf 2 Feldern feststehen, wenn sie abgeballert werden. Das war eigentlich der Plan, aber. Ja, aber hättest du hier alle hier durchlaufen lassen können, dann bleiben sie auch stehen. Weißt du, wenn du hier eine Barrikade und hier eine Barrikade baust, also diese beiden Felder, Barrikaden, hättest du die beiden sparen können. Tja. Ja, ich habe auch kein Geld mehr. Und ja, da kommen sie schon. Diddli. So, jetzt muss ich mal was ausprobieren hier. Und die zweite Tür aufgeht. Ja, genau. Das ist auch die Dinger hier, die sind cool. Die Dinger, die Zieldinger da. Ja, da kommen die Kabum-Dinger raus und die explodieren auf den Typen. Wenn ich mal treffen würde. Diese Schnellen machen mir ein bisschen Sorge, ne? Nicht nur dir. Und draufhalte! Das war der letzte.
Sehr gut. Also im Prinzip gibt es, jetzt geht irgendwie die zweite Tür gleich auf, ne? Ja, kein Problem, wir laufen den gleichen Weg. Ich hab ja hast schon du schon gesperrt? Hast ja, du, ja, hast du schon gesperrt. Zugemacht. Ja, das ist alles okay. Gut. Ich kann ja wieder kein Feuer setzen, ich Idiot. Ah. Na gut, dann machen wir so. Ich könnte... Schade, schade, schade. So, eine Fallfalle noch. Wie wär's mit der? So, hast du sonst noch einen, der zurückschleudert? Dann würde ich den hier hinsetzen wollen. Aber falls du noch einen hast. Nee, es gerade. Mir fehlen drei, irgendwie ein paar Punkte fehlen mir noch. Also hier willst du eine Schleuder, kriege ich nicht hin. Ja. Okay. Also, krieg falls du Punkte hast, gleich das Ding bauen. Okay, dann behalte ich meine Punkte zurück und baue das dann ein, ja, wenn es tot ist. Ja, okay. Das ist eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Machen wir so. Our enemies, they're breaking through again. Was ist das? Oh, die sind dann leer jetzt? Okay, schade. Ach geil, die kommen eigentlich hochgekrochen. Ist ja cool. Übrigens, dass die Gegner auch auf der anderen Seite jetzt will ich nicht so durchgehen, habe ich gar nicht geprüft. Also das hätten wir jetzt vielleicht mal prüfen sollen. Das wird's jetzt. Nicht. Sie kommen durch. Jetzt. Scheiße. Oh, ich laufe da dahin. Da sind sie schon. Ja, und ich habe die Sprungfalle in die falsche Richtung gebaut. Toll, Alter, echt geil. Ich bin ja, sie kommen hier nicht durch. Wieso kommen sie hier durch? Weil hier noch einer ist. Toll. Get me out of here before I die. Ich kann den Tod. Scheiße. Ja, aber das war wohl nix. Hast du also nicht zugemacht, oder was? Das hättest du mal gucken müssen, wie ich das gebaut habe. Das ist, also ein Millimeter fehlt da, ne? Ja, durch diesen Millimeter haben die sich durchgequetscht, die Säcke, ey. Ja, natürlich. Millimeter reicht doch. Ich bin tot. Cool. Ein Millimeter reicht da doch. Ja, das haben wir jetzt auch rausgefunden, ja. So, der Wächter hat ein bisschen aufgeräumt hier. Da muss ich also noch eine Barrikade bauen, oder habe ich das jetzt zugemacht? Das sieht jetzt so aus, als hätte ich es zugemacht. Mal gucken hier. Ja, die laufen jetzt weiter. Also ich habe es jetzt zugemacht. Wir haben dafür aber auch 10 Punkte unserer Dings hier verloren. Also, wie du baust, das ist totaler Quatsch, was du da machst, ne? Das ist total geil. Die laufen hier rüber und fliegen alle weg. Nee, also das hätte ich total anders gemacht. Ja, du machst das immer alles anders. Das wissen wir ja schon. Wieso kann Hauptsache, ich das mal so machen, wie ich das will? Hauptsache, du machst das erstmal zu, da, dein Loch. Dein Loch, mach dein Loch mal zu. Ja, das Loch ist schon zu, hab ich schon wieder 1000 Punkte verbraten. Ich habe auch kein Geld mehr. Ich habe so eine Falle gebaut und eine Barrikade. Nee, zweite Barrikade habe ich bauen müssen. Okay. Ich werde soweit. Jo, ich drücke. Geil, so, los. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich das nicht durchkommt. Es sah einfach aus, dass die jetzt vorbeilaufen würden. Schauen wir mal. Sie müssen jetzt den langen Weg wählen, sagt Adam Riese. Und das machen sie auch. Was spielst du mit den Gegnern da? Was soll denn das? Ich habe die Fallen angeschossen, dass wieder Kugeln rollen, wenn die Dicken kommen. Es war... Ja, die gehen auch immer leer, die Dinger. Ja, ja, ich weiß. Ein bisschen mehr Gegner daher. Lass ich nicht treffen. Klar. Warum die jetzt hier? Ah, geil, es gibt Gegner, die können über Barrikaden springen. Oh yeah, sehr geil. Der Wolf rennt immer über alles rüber, das ist so. Das ist doof, weil der ist nämlich gerade durchgelatscht. Die was Kleinwolfe rennen über alles rüber, ja. Kannst aufhören zu schießen, ja, ja, genau. Da kommen sie schon, ne? Notice this.
Wollen wir mal schauen, ob das klappt hier. Hui! Oh ja, das ist ja toll. Gut, dass du bei mir bist. Hau ab! Ich hab doch gerade geheilt! Ich will heilen! Heilen! Siehst du, da ist der Wolf mit meiner schicken Kickfalle nach hinten geschleudert worden. Ja, ey, ich bin gerade draufgegangen. So ein Kack, ey. 5 Sekunden. 2. Hast du gesagt, dass sie durch Teleporter nicht durchgehen? Sie gehen durch Teleporter durch. Oh. Okay. Oh, ja. Das müssen wir jetzt auch noch zumachen. Okay. Wow. Also in meiner Grafik ist hier noch ein Gegner, aber der ist, glaube ich, Grafikfehler. Machst du eine Barrikade vor den Teleporter? Da muss ich mehr als eine setzen. Da muss ich mindestens 2 oder 3. Okay. Und jetzt 2 oder 3. 3. Gegner kommen. Ob die da rüberlaufen, weiß ich nicht. Also. Also was kam die volle Pulle durch den Teleporter? Also das waren nicht viele, das waren nur 2 oder 3. Musste auch nicht. Teleporter-Geist, ja. Also. Ja, das ist ja kacke, ja. So, was lernen wir jetzt gerade draus? Wir hätten nochmal einen Sternwächter auch mitnehmen. Autsch! Oh. Ich habe die rennenden Wölfe habe ich aufgehalten so ein bisschen, aber nicht alle. Echt fix. Warum kann ich nicht heilen? Das will ich aber wissen, ey. Warum ich nicht heilen kann? Muss ich das lange festhalten oder so? Weiß ich doch nicht. Du kennst deine Fähigkeiten. Ich war in das Ausbildungsmenü gab mich nicht frei. Sehr krass, ey. Ich hatte das Ausbildungsmenü noch offen und das hatte ich nicht ausgewählt und das war es, weil es noch ausgewählt noch nicht fertig war. Ach, was rede ich eigentlich hier? Ich wollte gerade sagen, was redest du da? Ja. Ja, kann schon wieder nichts mehr bauen. Huha! Expertly placed. Tja. Oh, da ist ein Guardian. Mehr Guardian haben wir hier, glaube ich. Ich kann auch hier einen hinstellen, aber dann macht der irgendwas, wenn ich den hier hinbaue? Nee, der ist zu weit weg. Der ist ja nicht auf der Route. Sag mal, wir machen hier den Weg zu. Aber die haben ja ganz fickerig hier den Boden so beschaffen, dass du auf diesen komischen Holz, diesen Gitter hier, gar nichts machen kannst. Also das ist sehr fies. Das echt fies. Es sei denn, man baut hier oben sind auch Gitter. Das ist so scheiße. Du hast ja irgendwie alles mit Fallen bespuckt hier. Ja, da kommt keiner mehr durch, glaube ich. Also ich hoffe das. Bis auf so ein großer Vetter oder die ganz schnell. 15 Sekunden noch. Ja, ich habe schon bereit gemeldet hier. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Ja, ohne Decke und ohne schmale Gänge ist es echt schwierig. Vorletzter Gang, vorletzter Level ist das. Wir hätten sonst natürlich so ein S-Form hier bauen können, dass die so ja, sich aber schlängeln müssen. Ja, in diesem Raum, ja. Das finde ich immer ganz geil. Aber das frisst natürlich ohne Ende auch Barrikaden und alles, ne? Also ja, aber wir haben ja so viel Barrikaden gebaut, das wäre besser gewesen, das da rein zu ballern. So, ich habe mal NG an, ne? Siehst du das? Jo, du leuchtest wieder. Alter! Also bei manchen fragst du dich wirklich, was die abkönnen. Oh yeah! So, ich habe eine Fähigkeit, ich kann Leute verzaubern, dann bleiben die stehen. Sie bleiben so lange stehen, bis sie getroffen werden oder nach 2 Sekunden rennen sie wieder weiter. Aber wenn man die nicht trifft, anschießt, bleiben die halt in den Fallen stehen und kriegen einen auf die Mütze.
Naja, das ist gut, dass du mir das jetzt sagst, weil ich schieße permanent MMG-Style. Ja, schon wieder durch, wir können schon ja, wieder... Ja, schon wieder durch, ja genau. Letzte Welle. So, mal ein paar Bodenfallen noch versenken hier oder so. Ja, hätte ich jetzt auch irgendwie... Kann ich nicht setzen oder was? Das ist so scheiße. Auf den Routen kann man nicht setzen. Oh, wir sind schon so da. Oh Gott, ich komme. Siehst du, wie meine Finger die da wegschießen? Das war sehr geil. Der Boss ist da, tralala. Er will was von mir, ich weiß nicht was. Ich will noch nichts von ihm, er will was von mir. Lalalalalala. The boss is down. Yeah, baby. Alter, das verwirrt, ey. Das sind ja auch gar nicht wenige, also viele. Ja, also, ja, aber ist schon durch, Guck mal, wir haben jetzt den letzten Typen hier, der springt mich an, dankeschön, weg ist er. Das ist so ein Werwolf hier. Das war's. Yeah! Sieg! Huha, meine Fresse, das war schwierig, aber ganz geschafft. Aber wir hatten leider nicht so eine geile Box aufbauen. Also die Box, man kann so ein S bauen, dass die wirklich so durchschlängeln müssen. Ja, ja, und dann genau. Kannst du dich von den ganzen Wänden, wo du dann Fallen hast. Ja, aber wir hatten noch nicht so viele Wände. Da gab es immer nur eine Seite, wo du die bauen konntest. Du konntest nicht von beiden Seiten drauf ballern. Das war echt blöd. Also ja, man muss die Level erst kennenlernen, um zu wissen, wo man die richtigen Killboxen baut. Das ist halt. Sweet. Und ich glaube, der Ansatz war ja schon nicht schlecht, dass wir gesagt haben, wir kanalisieren schon mal alle Gegner durch einen Kanal und nicht durch zwei. Das war schon mal unser, aber das hat nicht so gut geklappt am Anfang. Ja, gut, naja, nachher ist aber keiner mehr durchgekommen, aber immerhin, hey, wir haben einen Stern, hey. Entschuldigung. So weit bin ich noch nicht, Moment. Ein Stern, warum? Warum haben wir den gekriegt? Weil es geht. Match gewonnen, ja, super. Ja. Okay, wir hätten den Spalt schützen müssen. Den schütze deinen Spalt, ja. Schütze deinen Spalt, sag ich so als Zauberin. Das ist etwas she said. Genau. Oh, fuck. Richtig. Ja, du hast mal wieder richtig reingehauen mit deinem Zaum. Der hat einfach eine höhere Killrate, der Typ, ne? Der ballert rein, das wie blöd, ist ne? Permanentes MG ist das. Und der noch mit Stun drauf, das ist schon geil. Kann man ja, nicht anders. Ja, also, ja. Ich finde halt, das ist zwar wahrscheinlich der Anfängertyp für, aber ich mag den, weil das ist so mein Style. So L3, ach, ja, so. Und L3 und ja, L3, nicht, ne? Ich drücke hier, L3. Die Kiste eingefroren. Heldenlehrling, Siegestruhe, bla bla. Barrikade, ja. Und 50 Schädel. Er öffnet erst noch. Ich habe 50 Schädel. Ja. Eine nimmt Stunden bei Cygnus ungewöhnlich Karte. Und ein epische Verkleidung habe ich. Ein Teil einer epischen Verkleidung. Ja. Ja. Okay. Das war's. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.